Ich komme aus Köln, er kommt aus der Nähe, aus Troisdorf. Genau. Wir sind auch Cousins, nebenbei. Als wir von Raptext gehört haben, dass wir einfach mal einen Song da hinschicken, gucken, was daraus wird. Wir hatten noch ein nice Video dabei. Also wirklich auch spontan war das. Wir hatten, extrem spontan. Wir hatten gar nichts irgendwie geplant, dass wir irgendwas jetzt mit dem Lied machen wollen. Im Endeffekt, der liebe Gott, der hat uns ein Talent gegeben. Wenn dieses Talent dazu reicht und wir überzeugen damit die Jury, die Crowd, die Zuschauer, dann soll es halt so sein. So viel Liebe bekommen von den Leuten, auch das ist unnormal geil. Also, egal, was noch passiert, scheiß drauf. Ich glaube, wir können gewinnen, aber wenn nicht, dann ist es so. Vielleicht machen wir es irgendwie anders. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpe. Astreines Spitterhandwerk, ey. Okay. Das ist nice. Digga, wenn wir jetzt schon dabei sind, lass mal direkt Backings machen. Ja, sowieso. Mach. Okay. JR und ich komme aus Niederkassel. Ja, warum ich angefangen habe zu rappen? Eigentlich wegen so ein Lied von Kool Savas, ne? Früher. Ja. Bester Tag deines Lebens heißt das. Ich muss auch dazu sagen, ich war hier jetzt im Studio, war ich ja viel aufgeregter als im Auftritt. Den Auftritt, den ich von Raptext hatte, der war so für mich so kein Problem, ich gehe auf die Bühne. Aber jetzt Studio wurde schon. Das Ganze quasi zu verfolgen, auch wie die Entwicklung von Raptext ist über die Vorrunden, wenn ich das vergleiche mit dem letzten Jahr. Wir machen einfach qualitative Sprünge. Am Ende des Tages erfüllen sich ja auch Träume für die Künstler, ne, die vielleicht niemals die Möglichkeit gehabt hätten, in so einem Studio wie hier Riverside aufzunehmen oder live zu performen. Also wenn wir nicht nachlassen, wenn wir weiter Liebe reingeben, wenn wir den Dialog führen und natürlich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Aber da habe ich eigentlich keine Bedenken. Ich möchte, dass das Ding noch größer wird. Also mein Künstlername ist Isa und hauptsächlich produziere ich Sachen. Ich nehme aber auch Sachen auf. Ich bin schon Rap-affin, würde ich sagen, und Hip-Hop-affin. Also wenn wir R&B und so weiter noch irgendwo als Subgenre dazu zählen, dann höre ich mir eigentlich alles an. Das ganze Turnier, das hängt sehr auch von den Kollegen ab, die jetzt rappen auch heute. Vielleicht hat man auch eine andere Vorstellung davon, wie jetzt auf dem Beat hätte gerappt werden sollen so, und dann haben die es vielleicht anders gemacht. Der eine ist vielleicht ein bisschen aggressiver dran gegangen oder chilliger, als man gedacht hat. Mein Ziel als Künstler ist es einfach, der Beste zu werden in Deutschland und auf der Welt.